Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Path of Exile. Diesmal werden wir, wie versprochen, eine Map mit Tier 3 antesten. Ja, vielleicht wird es sehr, sehr kurz, so vom Tod. Hallo, das kennen wir ja schon, das hatten wir ja schon. No. Wir hoffen es, dass es natürlich nicht so wird. Ganz langsam und zutsche vorgehen. Ja, würde ich sagen. Ich gehe da mal ran. Wo habe ich sie? Das ist sie nicht. Das ist ja Tier 3. Schwubbeldiwupp und activate. Ich dachte gerade, nichts passiert. Ja, ich dachte auch so, ne, edgy badgy, ihr kommt hier nicht rein. Bäh, bäh. Ja. Ja, dann geh du da rein, ich geh hier rein. Auf geht's. Water vanishes. An impromptu prison becomes a tomb. Er redet mit uns. Der Shaper. Mhm. Ob wir ihn diesmal dann finden? Ich glaube nicht. Das wäre zu früh, oder? Ich will den auch noch gar nicht finden. Das muss ich jetzt so mal dazu sagen. Das ist so, genau. Jetzt haben wir eine Map mit Level 70. Mhm. Und das scheint dann mit dem Tier irgendwie zusammenzuhängen. Ja. Tier 1, 68 würde ich sagen. Tier 2, 69. So, Endboss, der ist ja wie immer eine Überraschung. Die Gegner sollten schaffbar sein. Die kommen aber auch aus allen Richtungen. Ey, yep. Von da auch wieder. Da oben waren noch welche, ne? Da oben waren noch welche, also wir können erstmal, lass doch hier. Oder? Jetzt bin ich hier, jetzt egal. Na gut. Ist schon vorbei. Ja, die sind ja noch in der Regel noch. Nochmal so ein bisschen Unterstützung. Oh, da ist. Ah, nee, das bist du. Was hast du denn da jetzt? Wahlhaste angeschaltet. Ah, okay. Eigentlich sollte das ja, das habe ich ja zu hoch gespürt. Ach, Concentrated Ground, nicht reinrennen. Hast du da gefallen? Habe ich nicht gehört, habe ich nicht bei mir. Ah, das. Alles klar bei dir? So, ja. Da ist wieder, ach, Herr Mars, da ist eine Karte gefallen. Und ein Schwert mit Vierling interessiert mich nicht. Da ist eine Karte. Ja, die lasse ich dir wieder, den Sammler. Wir kriegen es wieder von beiden Seiten. Ne? Naja, okay. Wir sind doch jetzt, hier ist doch jetzt so tot, dann. Alter, fiese Bogenschützen da hinten. Oh, mein Mana war mal leer. Oh, da habe ich gerade was eingesteckt. Von wem? Da waren ja jede Menge Gegner, so ist das ja nicht. Ja, aber da war nachher gar keiner mehr über. Und der hat mir dann einen verpasst. Ich wollte eigentlich nur schnell Mana aufladen. Ich habe übrigens eine Superior Dungeon Map aufgenommen. Eine Dungeon Map? Ja. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man so einen gewissen Pfad irgendwie oder ob man einzeln überspringen kann. Ich habe keine Ahnung, das sind alles so Sachen, da bin ich noch nicht drin. Für mich ist das ja auch Neuland. Autsch. Aber wir werden es rausfinden. Ah, da sind auch welche, okay. Ich kümmere mich mal um die hier oben. Ja, die hier unten habe ich weg. Hier oben ist auch nicht mehr so viel. War sehr viel freies Gelände. Nee, nicht so typisch, dass man jetzt das ablaufen könnte. Nee. Oh, da ist ein Catograver Chisel. Damit kann man die ja upgraden, ne? Ja, genau. Also die Quality besser machen. Ja, genau. Ich weiß auch noch nicht, ob man auch den Level irgendwie
ob man die Tierlevel irgendwie erhöhen kann. Ah doch, das geht mit irgendeinem Hinterrezept geht das. Okay. Weiß aber nicht mehr welches. Da müsste ich jetzt wieder nachgucken. Ich habe ja leider nicht, kann mir sowas ja leider auswendig immer nicht merken. Liste bauen. Aber das ist ja klar, wenn du die Dinger nicht findest, ne, wie du sie brauchst. Ja. Wir sind wieder zu weit auseinander, ne? Ja. Warte, ich komme gleich wieder zu dir. Ich will nur den Totem hier erledigen. Das Totem erledigen. Komm. Man wird schon wieder leicht übermütig. Ja, das ist das Problem. Das fiel mir gerade eben nur so auf, war auch kein Vorwurf oder so. Zack, nee, habe ich auch nicht so verstanden. Aber das ist, man merkt das dann selber. Es geht noch so einigermaßen. Ja. Und dann wird man zack wieder ein bisschen übermütig. Und dann steht mit einmal der Endboss vor einem. Und man steht alleine mit heruntergelassenen Hosen da. Oh. Nicht gut. Oh, der ist ja von alleine zerfallen, oder was? Ja, oftmals vergiftigt die Gegner ja auch, ne? Vagan. Den trifft man hier auch. Echt? Let me bend your ear for a moment. Erstmal machen wir das Gesocks hier hin. Ja. Sind da schon wieder durch irgendein Totem geschützt. Und dahin ist auch dann der Eingang. Wozu? Zur Arena. Zur Arena, genau, ja. Oh Gott, hier kommen sie aber in Massen. Ui, Legendary. Da. Ich weiß noch nicht, was es war, aber es war was Legendaries. Gucken wir mal. Ja, guck mal ruhig. Es ist ein Helm. Und zwar, ich identifiziere ihn. Ui. 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 Lausche. Also, das Ding hat Armor 468. Ja. Evasion Rating 674. Ja. Jetzt kommt. Socket Gems are supported. Also es ist was eher was für meine zweite Tante, deshalb sagte ich Ui. Mhm. Socketed Gems are supported by Level 18 Melee Physical Damage. Socketed Gems are supported by Level 12 Faster Attacks. Also das heißt, das haben die ja von Haus aus. Mhm. Socketed Gems are supported by Level 6 Blind. Adds 20-30 physical damage to attacks, 232% increased armor and evasion, 151 to maximum life, 20% chance to gain an enduring charge when you block, can't use chest armor, 6% chance to block extra gore. Wenn das Ding nicht fett ist, die ist gut. Das ist ein Dreiling, also drei Dinger, kann man ja mal gucken, ob man da mehr von machen kann, aber der ist richtig gut, der Helm. Kannst du bei Unix, kannst du das da auch machen, die Socken verändern? Ja. Ach, ist okay. So, wollen wir ihn antexten? Ja, mei. Into the fray now, Exile. Ach, der will sich das ja gar nicht wagen. Doch, der Weapon Master. Ja, warte mal. So, ich stelle mal hier mein Ding auf. Achso, ja, warte. Ich auch. So. Und dann Begin Combat. Ja. Alter, dieses Zeus da, ne? Wie ich das hasse. Scheiße, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Verdammte Kacke. Ich habe Grace ausgeschaltet, Idiot. Weg da, weg da, weg da, weg da. Ah! Ah, ich habe geschlafen. Ich dachte, ich kriege ihn. Scheiße. Was denn? Ich bin, es hat mich dahin gerafft. Ach so. Ich könnte einfach stehen bleiben und ihn eiskalt erledigen. Nein, aber es hat nicht geklappt. Es war keine so gute Idee, ja? Nee.
Haben wir die vorhin übersehen hier? Alter, die Map, die ich gefunden habe, ne? Tier 4. Die machen wir aber noch nicht. Nein. Ich wollte nur sagen, wir haben eine Tier 4 Map, wenn wir dazu Lust haben. Weil da hätte ich jetzt noch ein bisschen Bedenken. So, jetzt musste ich ja erstmal wieder... Oh, das ist ja überall vereist. Ich warte hier auf dich, ne? Weil ich könnte jetzt mal wieder Life Leech erhöhen, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Warte mal. Level... Requires Level 38. Geht's denn? Ich höre dich... Ja, nee, das geht. Das sind alles normale Gegner. Okay. Level 38 und was hat der? Was hat der? Barrage hat Level 60. Das müsste eigentlich noch gehen. Ja. Ja, funktioniert. Halleluja. Ach, so ein Eisding auch noch. Ich komme mal zu dir. Nein, das ist alles gut. Ich müsste eigentlich jetzt gleich... Okay, dann warte ich weiter bei Wagan. Ich bringe sie einfach mit. Guck mal, da waren wir nämlich schon. Mal gucken, wie schnell sie sind. Aber der Helm ist für meine Tante, für meine Sion perfekt. So, also ich bin gleich wieder da. Ja, ich sehe dich. Die sind aber nicht schnell genug, die kommen nicht schnell genug hinterher. Okay. Okay, Level 5, immerhin. So, da oben sind nämlich noch ganz viele Socks. Wollen wir da erst rein? Ja, wir gehen da erstmal hin und machen das Gesocks weg. EPs und so, ne? Ja. Obwohl taktisch wäre es besser gewesen, erst zu sterben da in der Höhle. Ja. Aber man sucht sich das ja nicht aus, wenn man stirbt, ne? Ne. Dieses Consecrated Ground nervt auch, ne? Ja, oh, fürchterlich. Ja. So, was uns da wohl erwarten wird? Keine Ahnung, wir werden sehen. Auf jeden Fall stelle ich mal meinen Totem auf. Ist hier größer, oder? Ach da. Ja. Das scheint ja der Endboss zu sein. Gewesen zu sein. Das ging jetzt mal recht leicht, finde ich. Das ging zu schnell. Ja. Ja, das geht ja auch noch ein bisschen weiter hier. Ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt. Da ist ein Nest. Ja, habe ich auch gesehen. Und was hattest du davon? Da ist ein Boss. Gar verdammte nichts. Scheiße. Hau ab. Autsch, das tat richtig weh. Der macht auch wieder so einen Rotz hier. Ja, ich hätte mir das eigentlich nehmen sollen. Ich glaube, das mocht... Alter, das mocht er nicht so, ne? Dass du ihm das Ei geklaut hast. Das war nicht so sein Thema. Oh ne, ist auch gar nicht so nett, weil man hier immer so langsam durch die Gegend huscht. Oh! Autsch, ich muss mal schnell trinken. Lass das, du Mischstück. Ja, hau darauf ein, genau. Das will ich haben. Aber nicht auf mich, nicht auf mich. Nein. Ich glaube auch immer an diese Kugeln. Die fliegen irgendwie nicht gerade. Autsch. Komm, stirb endlich, stirb. Stirb! An end undone. Was war das? No matter. Das ist der Shaper. The void remains. One more lost world. Das ist eine Karte, ne? The Rapid Roar. Ist bei dir auch gerade alles in so einer komischen Farbe und du kannst nichts machen? Ja. Was war das jetzt? Also irgendwie haben wir was gefunden und jetzt müssen wir mit ihr, das ist Shaper, jetzt müssen wir mit ihr sprechen. Mission complete, Wagan, talk to Sana, the Shaper, ja. Weil der ja eben da war, der hat eben was gequatscht. Ja, ich habe so eine Karte gekriegt. Wie heißt die? Die heißt...
Das, nee, das ist ein Herr Maas. Nee, das ist das gar nicht. Wo ist denn das Ding, was ich gekriegt habe? Keine Ahnung. Diese blaue Karte, die da lag. Ah ja, so, genau. The Rabbit Roar. Aber das muss hier... Item Level 83. Gibt es 4 Stück von. Na super. Ist nichts dabei, oder? Nee, nicht wirklich. Die lasse ich mal da und dann nehme ich mal, die nehme ich mal mit. Dann machen wir jetzt noch das restliche Gesocks draußen. Ja, das würde ich auch sagen. Also das lassen wir uns ja nicht entgehen. Nee, EPs. Genau. Warte mal, hier ist noch ein Roar-Nest, ne? Ja, das machst du aber bitte. Soll ich? Ja, mach. So, jetzt graben wir hier nochmal alles ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber... Ich glaube fast nicht, dass der nochmal auftaucht, aber... Ich glaube, das war nur nett. Vielleicht ist der stärker, je nachdem, wie viel von denen man irgendwie... Ja gut, das kann natürlich sein, ne? Keine Ahnung. Oder schwächer. Oder das. Man weiß man es das nicht. Wobei, schwächer macht relativ wenig Sinn. So, Jungs und Mädels. Uiuiuiuiui. Warte mal, wo ist überhaupt mein Elementar? Meins ist auch gerade weg. Gut, dass du es sagst. Das ist ja richtig, fehlt ja richtig was. Bei dir richtig Schaden und bei mir richtig Crit-Chance. Ja, das ist nicht gut. Nein, nein, das wollen wir ja nicht. Ach. Schocknova! Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Aber ist superior immerhin, ne? Aber ich denke immer, wenn du da hinschießt, da ist irgendwas. Was war das? Enlighten Support. Oh ja, geil Style. Aber das braucht Ewigkeiten, um aufzuleveln. Das ist ja, dass du weniger Mana für deine Dinger brauchst zum... sag schon, hier die Dinger, die dauerhaft Mana verbrauchen. Kannst du damit den Mana-Verbrauch senken? Die Aura? Ja. Okay. Aber das braucht Ewigkeiten zum Leveln. Ich benutze das ja bei meiner Sion. Jetzt habe ich noch, jetzt kostet mich so eine Aura 96% Mana von dem, was sie normalerweise verbraucht. Aber bis das Ding hochlevelt. Aber das Ding muss ja echt selten sein, ne? Wenn das sogar ein Geräusch macht bei der. Ja. Beim Droppen. Das ist auch nicht oft. Den Orb auf Alchemie nehme ich natürlich mit. Ja, das wäre auch fatal, wenn du den jetzt einfach da. Ist ja nicht so, dass man davon sieht, also durch, ne? Also, wenn ich mir das mal so angucke, Arid Lake Map. Sieht das so aus? Desert Map, ja, genau. Kill Boss, Haken davor. Ja. Gut, da müsste ja der Magic sein. Dann gucken wir mal, was Sahne und jetzt bin ich schon raus, ne? Ja, ist okay. 4 von 126. Warte mal, Sahne ist 8, ist die bei mir? Die ist ja bei. Hä? Ja, du findest sie ja bei dir wahrscheinlich. Ach ja, okay, ich guck mal. Lalalala. Ach, was ist das? Ach, hier steht sie ja. Nee. Dafür habe ich es einfacher, wenn ich dann Maps machen will, wenn ich alleine bin. So. Sag mal. Ja, sie hat ein Ausrufezeichen. That look in your eye. You've seen it too. The cloaked figure. Aha. I think he is the one who's been tampering with the maps, twisting them. My father's journey described beautiful, pristine vistas, but as you have seen, they're now ravaged by vile fiends. Okay, also den Typen, den wir da vorhin gesehen haben, den sollen wir weitersuchen. Ja. Unfortunately, I have found no trace of him lately, but perhaps wenn ich das richtig verstehe. Ja, so verstehe ich es auch. And mix things up. See if he shows himself again and see what you can learn. Wir sollen lernen. Die verkauft aber jetzt schon mehrere Maps. Da sind schon welche dazugekommen. Okay. Und die kostet zum Beispiel schon Map Tier 3. Okay, macht ja auch Sinn. Is that the more I know about the interconnected nature of these places, the more I seem to get out of each visit. Knowledge is the key. Also ich sag mal, bis jetzt war noch kein Burner-Item dazwischen. Naja, für mich war der Helm dabei, ne? Aber wir sammeln wieder XP, was ich nicht schlecht finde. Ja. Und ich denke mal, das machen wir auch so weiter. Ja, auf jeden Fall. Folge. Wir auf machen jetzt erstmal Maps. Ja, muss einfach. Muss einfach sein, definitiv. Genau. Und dann machen wir unseren Atlanten, machen wir voll. Ja. Genau. Sind auch nur noch, ich weiß gar nicht, was habe ich vorhin gesagt? Ich habe keine Ahnung. 4 von 126 habe ich schon. Alter, da haben wir ja schon richtig was gerissen.
Ja, aber das, also da könnt ihr euch jetzt erstmal ein bisschen drauf vorbereiten. Wir werden jetzt erstmal ein paar Maps machen. Ja. Wahrscheinlich auch interessant für den einen oder anderen. Und wir werden jetzt mal gucken. Also theoretisch müssten wir jetzt, könnten wir entweder auf dem einen Weg weiter. Wir könnten natürlich auch den in diese Wahldinger mal ausprobieren, aber das wird uns definitiv XP kosten. Ja, definitiv. Da warten wir wahrscheinlich noch mit, genau. Ja, wird uns natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ihr einschaltet, wenn ihr zuguckt, wie wir weiter Maps machen, wie wir unsere Helden ein bisschen upgraden und dann irgendwann zeigen wir es dir alle. Ja. Nicht dir alle, Piety natürlich. Piety, genau. Die dumme Nuss. In dem Sinne, dass mir gleich hier so ein Feuerzauber entrutscht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, von mir auch. Bis denn dann. Tschüss. Ciao. It was there, in the void between worlds, where the seeds of creation swirled before my eyes. It was there that I truly awoke. Worlds of promise and potential, verdant canopies that shroud the world in darkness, colossal caverns, vast and silent, fields of dancing flames that never rest, mountain peaks perched on a meadow of clouds. Itself, mine to bend, break, and reshape. My crowning achievement, my Atlas of Worlds.